Ja, toll. Wo ist denn das her? Fliegenpilze sind die Leute, die kommen eigentlich fast zu schade zum Essen. Ja. Cool, weil die hätten sie gebraucht. Ich wünsche Ihnen allen und uns einen genialen Abend. Häufig, wenn Sie nach der Diskussion und wann immer noch da bleiben, häufig ist so gegen Ende des Abends in der Küche noch so ein kleines gemeinsames Kochen. Wenn Sie Lust haben, bleiben Sie unsere Gäste. Ich finde es klasse, dass Sie da sind und übergeben an Christina oder Jean. Ja, wie du möchtest. Dann möchte ich Jean. Ich kann Ihnen jetzt mal sagen, dass es von außen betrachtet wird, ist, dass hier die außergewöhnlichste Werkstatt, die es auf der Welt gibt. Also wenn ich das sehe, was hier stattfindet, an Konzerten und an Kochen und an Aktivitäten und eben heute am großen Kino, dann ist es schon wirklich bemerkenswert, was Fute und was Co, was ihr hier mit eurem Team auch auf die Beine stellt. Also das ist wirklich klasse. Warum wir heute Abend hier sind, hat natürlich was mit Menschen zu tun, mit unserer Freundschaft und mit unserer, ja, wir sind alle in Herzburg aufgewachsen und wir sind auch ein kleines Team, was Sie gleich kennenlernen. Wir sind eben alle aufs Paul-Prinzing-Gymnasium gegangen. Der Direktor ist heute Abend auch bei uns, Herr Neuhöfer. Hallo. Das Paul-Prinzing-Gymnasium hat es viele tolle Lehrer gegeben, aber ich glaube, dass was dich, Herwig, und auch die Barbara und auch die Michael Röse und mich auch geeint hat, war Richard Siebenbürger. Barbara, die hat vielen Dank auch für das tolle Essen in der Matthias Meyer ist noch hier, haben wir noch vorgestellt, von den Theatermalern aus Vorher auch ein ja, Schüler, Weggefährte und Filmgruppenteil und was mal allerdings nicht gesagt wurde, dass das Bild eine Vorstellung zerstört hat. In der Aufführung, man muss dann zusehen, wie der Walter das mit so einem Seidel in Atomen verwendet. Das hat also meine kindliche Seele damals gefunden. Ich muss angebrüllt, ne, dass man so keinen Praktikanten behandeln kann und dass ein Praktikant sich nicht so aufhören kann. Und so, also so richtig aus voller Seele gebrüllt, die Helden saßen da drin. Und dann fängt Siebenbürger an und zieht den Zähne. Ich habe jetzt die Schnauze voll und fängt an, mit dem Säbel auf mich loszugehen. Weil ich habe gesagt, ich habe damit gerechnet. Und Barbara, du, also eigentlich hat ja mit dir alles gewonnen. So muss man das jetzt mal sagen. Ne? 1976 ist ein Film entstanden, Happy Monday. Mit einer Kamera deines Papas, glaube ich. Genau. Ne? Ja. Und jetzt kommst du. Jetzt kommt. Also mein Vater hatte ja das ansässige Fotogeschäft und ich habe eigentlich seit meinem 10. Lebensjahr immer mit Kameras und Fotos zu tun gehabt und habe 1976 eine Truppe versammelt und habe gedacht, wir drehen jetzt mal einen Film. Also vollkommen naiv und unverblümt, nichts ausgerechnet und war vollkommen verwundert, dass dieser sehr spontan entstandene Film dann den ersten Bayerischen Schulfilmpreis gewonnen hat. Und mit diesem Schulfilmpreis war eine Kamera verbunden, eine Super 8-Kamera. Und da ich ja schon eine Kamera hatte, haben wir die Kamera der Schule gestiftet. Und mit dieser Kamera hat quasi der Richard Siebenbürger dann angefangen, die Filme an der Schule zu drehen und dann mit euch eben weitergemacht. Es gibt auch hier oben auch lustige Verbindungen, weil zum Beispiel bin ich mit meiner Familie in einem Haus aufgewachsen, was wiederum deinen Eltern gehört. Und irgendwann ist dieses Haus auch der Michael eingezogen. Das musst du euch erzählen. Das muss ich ja erzählen. Ja.
Stapel, da gehst du mal hin und machst du mit ihm ein Interview, weil der weiß nicht, dass es hängt. Und dann haben wir die Adresse genannt und dann habe ich irgendwie angerufen und Termin vereinbart und gehe da hin und ich mache mir das ja Teambürger auf. Ich habe als Drehbuchautorin gearbeitet für Verbotene Liebe, als bis 1900, Ende der 90er Jahre, glaube ich, die erste deutsche Daily in der ARD war. Also wir haben unseren ersten Film gedreht, also ganz schreckliches Teil, aber es hat immer einen dritten Preis an Nürnberger Jugendfeste gewonnen und wir waren natürlich stolz wie Oscar. Und jetzt geht es auch nach Hollywood. Und jetzt gerade läuft er in Shanghai. Die hat mich schon eingeladen. Ja, viel Spaß Ihnen und genießen Sie den tollen Film und wir räumen jetzt die Bühne, damit wir vom Bild ablenken. Bevor wir noch kurz über den Film sprechen und Sie auch noch Fragen stellen können, es gibt eine kleine Nachtisch und diese wunderbaren Kuchen, die da drüben stehen, ich glaube, die meisten davon hat deine Mama gebacken. Genau. Frau Buckel hat nicht nur das vollbracht, sondern auch das vollbracht. Also holen Sie sich vielleicht noch eine kleine Zeit zu trinken und kurz mal frisch machen und dann werden wir uns noch mal kurz über den Film unterhalten. Nein, ihr müsst das Popcorn übertönen. Es gibt gleich wieder Popcorn. Ja. Dann hat die Filmförderung den Stecker gezogen. Und das war natürlich echt schmerzhaft. Nach 6 Jahren Arbeit, 4 war intensiv, starte ich wieder von nichts. Ich finde, die emotionalste Geschichte, die hinter deinem Film steckt, die steckt eigentlich genau in diesem Bild. Und das auf dem Bild ist tatsächlich mein Vater. Es hängt damit zusammen, dass dieses Auto, was da draußen steht, das gehört eigentlich nicht mir, wie es angekündigt ist, sondern es gehört eigentlich meinem Vater. Und der hat mir dieses Auto geliehen, es stand halt bei uns in der Garage rum. Wir haben mit dem gedreht und als kleines Dankeschön wollte ich ihm dieses Porträt, weil wir brauchten ja irgendein Porträt von irgendeinem Menschen, also dann muss der porträtiert werden und auch eine Puppe, habe ich halt ihn genommen. Und jetzt steht ihm Simone vor diesem Bild und sagt, ja, das ist Leonhard Muhr. Auch der Name wurde natürlich irgendwie übernommen. Der Vater von Dolores, und der starb an einem Herzinfarkt, war ein Schock für uns alle. Und 3 Wochen nach dem Abschluss der Dreharbeiten ist mein Vater tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben. So, wer von Ihnen hat denn vielleicht eine Frage? Irgendjemand sagt dann, ja, die hat sich komplett in ihre Villa zurückgezogen und fristet da ihr Dasein und lebt in alten Erinnerungen, komplett isoliert. Deswegen auch der Satz, ne? Komm zurück ins Haus. Ja, komm zurück ins Haus, verlass es nicht nochmal. Also, genau, heute in Shanghai läuft. Aber jetzt lief der Film ja auf vielen Festivals, unter anderem in Vancouver, sehr, sehr erfolgreich. Und Herwig hat es auch erwähnt, natürlich die Grimme-Preis-Nominierung. Das ist schon einfach eine tolle Sache, oder? Die Grimme-Preis-Nominierung, die hat natürlich viel bewirkt. Also da, ich glaube, das hat es auch dazu beigeführt, den zweiten Film machen zu können. Wir gehen jetzt ja nicht alle auseinander sofort, wir können uns noch raussetzen. Ich glaube, der Herwig ist dann, die Türen werden jetzt nicht automatisch geschlossen, oder? Das ist vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Herwig, nochmal vielen Dank an dich und natürlich auch an dich, Ute, für diese tolle Idee und ich glaube, wir sind alle ganz beschwingt von diesem Abend. Vielen Dank. Auch an dich. Jetzt so.
Quasi Vegetarier. Also meine, und in Deutschland bist du ein Fischkopf. Vegetarier.